Wenn du Bankdrücken mit Kurzhanteln absolvieren willst, das sogenannte Kurzhanteldrücken auf einer Flachbank, ist es sehr wichtig, wie du die Hanteln absenkst aus der oberen Position. Mehr dazu in diesem Video. Bleib dran, bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Jörn Giersberg. Es geht uns heute um das Kurzhanteldrücken auf der Flachbank. Ich zeige dir die Übung hier. Du hast zwei Kurzhanteln, liegst stabil auf der Bank und es geht jetzt darum, die Hanteln aus der Ausgangsposition oben mit gestreckten Armen herunterzubringen. Und diese Übung ist dem Bankdrücken mit einer Langhantel sehr ähnlich und hat aber ein paar Unterschiede. Erstens kannst du weniger Gewicht bewegen, zweitens musst du viel mehr koordinieren und das Gewicht ausbalancieren. Und um das optimal zu können, die optimale Bewegungsbahn zu treffen, ist es wichtig, dass du oben startest. Hier können sich die Kurzhantelscheiben sogar berühren. Und wenn du jetzt drunter gehst, ich beobachte das häufig, dass das falsch gemacht wird, achte darauf, dass du mit den Armen weit genug nach außen gehst und die Innenscheiben der Kurzhanteln also weit genug nach außen rutschen, sodass sie circa hier den äußeren Teil der Brust berühren, im unteren Punkt. Und aus der Position drückst du dann wieder nach oben. Das Problem wäre, wenn du zu eng gehst, also so, und die Arme hier so hältst, kannst du keine optimale Kraft erzeugen, wirst nicht in die optimale Dehnung unten kommen und wirst auch deine Handgelenke fehlbelasten. Also achte drauf, oben starten, die können sich berühren, runterlassen und die inneren Hantelscheiben berühren hier den äußeren Bereich der Brust. Von hier aus explosiv nach oben drücken. Kurzes Video heute, aber ein wichtiger Tipp für das Brustmuskeltraining. Beachte das auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal diese Übung machst. Dieser Tipp wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Probier das mal aus im Studio und ich freue mich aufs nächste Video.